sind vereinbart zum Tagesordnungspunkt 36. Neues Wohnen auf städtischen Flächen fördern, Wagenplätze in Dresden ermöglichen. Einreicher ist Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Dort wird Herr Löser den Antrag einbringen. Und dann die Rederechte, weil ja die Rederechte wahrscheinlich auf den Antrag Bezug nehmen. Da wäre es halt ganz gut, wenn Sie den Antrag kurz vorgestellt haben. Wir haben als Rederechte Herrn Martin Zech und Frau Martha Laugs. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen, die zurzeit zuhören. Ich freue mich, dass der Antrag jetzt nach langer, langer Zeit endlich drankommt. Viel Wasser ist die Elbe hier runtergeflossen, aber das Thema bleibt ja. Es geht um die Frage von Wagenplätzen. Es gibt viele Städte, Europa, weltweit, die vor allen Dingen mit internationalem Flair behaftet Wagenplätze haben, aber auch in Deutschland, Leipzig zum Beispiel hat 20 Wagenplätze, in Berlin gibt es eine große Anzahl. In Dresden haben wir zurzeit nur einen noch, das ist der Schotter und Gleise. Wir hatten den Freiraum Elbtal, aber bekanntermaßen ist der ja da gewichen und jetzt kommt da eine Bebauung. Wir glauben als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dass diese Wagenplätze auch für Dresden eine Bereicherung sein können und es ja auch schon sind. Auf diesen Wagenplätzen wohnt man in seinem Wohnwagen. Zum Teil sind da Jotten aufgestellt. Es ist ein sehr freiheitliches Wohnen, was da stattfindet. Viele wohnen dort temporär, das heißt mal ein, zwei Jahre, dann ziehen sie weiter in andere Städte. Viele wohnen auch zunächst in Wohnungen, um dann auf dem Wagenplatz zu leben und ziehen auch wieder zurück. Wir glauben, dass das ein tolles Lebensgefühl sein kann und dass man vor allen Dingen den Menschen in Dresden, die das wollen, auch die Bedingungen dazu schaffen sollte, denn es ist auch eine Form von Wohnen. Es ist eine Form von vor allen Dingen gemeinschaftlichem Wohnen und wir glauben, dass das auch für die Ausstrahlung einer Großstadt wichtig ist, dass man diese Möglichkeit des Wohnens in einer Stadt hat. Nun gibt es in Deutschland die Tendenz, sehr viel zu regeln, mitunter auch zu überregeln. Und wir haben ja auch aus der Stellungnahme der Verwaltung erfahren, dass es schwierig ist, Wagenplätze rechtssicher zu machen in Deutschland. Deswegen habe ich bei der Antragsverfassung den Spieß meiner Meinung nach mal umgedreht und habe aufgeführt, welche rechtlichen Grundlagen in Deutschland alles so angeführt wurden, wenn man Wagenplätze genehmigt hat. Das sind dann die Punkte A, B, C, D, wo dann drin steht, wie das andere Städte, auch andere Bundesländer gemacht haben, um eben Wagenplätze gesetzlich auch zu genehmigen, denn nach deutschem Baurecht besteht das Problem darin, dass man eben, wenn man da wohnt, dann als Wohnung gezählt wird. Das heißt, man muss da eine Küche nachweisen, man muss Toilette nachweisen und so weiter und so fort. Nun, bei Campingplätzen oder auch vielen anderen Formen von Siedlungen ist Deutschland da wesentlich liberaler. Bei diesen Wagenplätzen ist es dann immer wieder ein Problem. Deswegen haben wir hier einfach mal die Verwaltung beauftragt zu prüfen, wie die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen sind, damit wir dauerhaft Wagenplätze mit Wohnnutzung auch einrichten können. Wir haben den Punkt 2, deswegen jetzt hier nochmal der Ersetzungsantrag, der wurde ja geändert im Bauausschuss, so gefasst, dass wir jetzt nicht mehr konkrete Anzahl von städtischen Flächen hier ausweisen, sondern sagen, soweit Flächen vorhanden sind und soweit sie nicht für Wohnbebauung geeignet sind, dann soll man sie ausweisen. Ich weiß auch, dass das in der Umsetzung sicher die Verwaltung fordern wird, aber ich glaube, dass wir das tun sollten, denn wenn Menschen diese Wohnform nutzen wollen, dann sollten wir als Stadt das ermöglichen und ich glaube auch, das gehört, wie gesagt, zu einer Großstadt dazu, dass es diese Möglichkeit gibt. Insofern freuen wir uns sehr, darf ich ja schon mal sagen, dass die FDP hier neben der SPD, der Linken, die Dissidenten, glaube ich, auch an unserer Seite sind und wir heute hier eine Mehrheit bekommen. Das finde ich ausdrücklich gut und ich glaube, es tut unserer Stadt Dresden auch sehr gut, wenn wir das gemeinsam beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung. Wir kommen jetzt zu den Rederechten. Ich darf herzlich Frau Laugs und Herrn Zech begrüßen, die sich untereinander über den Ablauf des Rederechts verständigt haben. Bitte sehr, herzlich willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend und danke für die Einladung. Ich komme vom Wagenplatz Schotter und Gleise und ja, es wurde eigentlich schon alles gesagt, wie wir wohnen und ich habe
eine Freundin mitgebracht, die Martha Lauchs. Das ganze Gelände ist ja nicht bloß der Wagenplatz, sondern es geht ja auch um den Leipziger Bahnhof. Und auf dem Gelände gibt es die Hanse 3, das ist ein Künstlerhaus, mit dem wir viel zusammenarbeiten und Feste und Kunst gestalten. Daher würde ich jetzt einfach mal einen kurzen Beitrag zum Wagenplatz abliefern, damit Sie mal sehen, wie wir wohnen, und würden uns über Ihre Unterstützung freuen. Und danach gebe ich noch 2 Minuten ab an die Martha. So, Dankeschön. Vorteile hat seine Nachteile. Das Wichtigste ist halt wie immer Kommunikation. Es ist, glaube ich, eine gute Alternative für junge Leute, die vielleicht zum Beispiel im Studium sind. Also ich wollte es einfach ausprobieren, gerade vor dem Hintergrund, wie viel man wirklich braucht, um erfüllt und zufrieden leben zu können. Das ist auf alle Fälle ein Zukunftsmodell, wo es jetzt keinen Grund gibt, das so schlecht dastehen zu lassen. Und diese Plätze, die sind einzigartig und die Stadt muss das eigentlich echt erkennen, was hier für mega tolle Sachen passieren. Einmal sozial, kreativ, aber auch ökonomisch. Wir ersparen so verdammt viel Wasser. Die Beweggründe waren das freie und autarke Leben. Selbstversorgung mit Wasser, Strom. Energie kriegen wir von der Sonne. Wir haben Solar. Das ist total schön für die Kinder hier, weil sie halt so eine große Gemeinschaft erleben, wo die Kinder halt auch ihren Freiraum haben. Ich bin Ingenieur, du konstruieren. Ich studiere Medizin. Ich bin Altenpfleger. Ich bin arbeiten bei einer großen Speditionsfirma. Ich begleite behinderte Menschen in ihrem Alltag. Hier seht ihr das Gartenprojekt von unserem Wagenplatz. Es gibt Tomaten, Salat. Wir merken auf dem Platz, dass wir extrem viele Anfragen haben und aus allen Nähten platzen und die Leute gar nicht mehr aufnehmen können. Es gibt genauso viele Dauercamper, wie es schon Tiny House-Siedlungen gibt. So. Und auch da ist es überall noch ein bisschen umständlich mit dem ganzen Baurecht. Und da wäre es auf alle Fälle, denke ich, ein gutes Modell, wenn es das öfter geben würde und auch legaler und einfacher möglich wäre. Ja, vielen Dank dafür. Das war unser kleiner Ausschnitt. Es gibt einen ganzen 40-Minuten-Film über unseren Wagenplatz, den finden Sie auf YouTube. Genau, und da wir ja nicht nur über den Wagenplatz reden, sondern halt auch über dieses Gelände, Leipziger Bahnhof, es ist ja wie immer noch in der Schwebe, was da wirklich passiert. Vielleicht wäre es ja möglich, dass Sie uns mit in die Bauplanung oder in die Städteplanung aufnehmen, weil da wird schon viel Kunst und Kultur betrieben und da kann die Martha von der Hanse jetzt noch was dazu sagen. Schönen guten Tag. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe überhaupt durch die letzten Tage in meinem Leben mich nicht vorbereiten können auf heute und ich habe dann auf dem Weg hierher gedacht, okay Martha, du kommst jetzt in diesen Stadtrat und hast keine Vorbereitung und hast eigentlich auch keine Zeit. Was hast du dann also, wenn du über dieses Thema reden willst? Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich also? Und ich habe gemerkt, das Einzige, was ich habe, mit dem ich hier stehe, ist meine Leidenschaft, auch wenn ich mich damit unfassbar nackig mache vor Ihnen und auch wahrscheinlich aus einem gänzlich anderen Planeten komme, als Sie das jetzt sind und mir das Herz bis zum Hals schlägt. Aber ich habe gemerkt, ich gehe hier hin, weil ich tatsächlich, und ich könnte jetzt noch lange, lange zu der Hanse 3 reden, weil da eine Leidenschaft dranhängt. Das möchte ich nicht, aber ich habe mich dann, also ich kann nicht, ich habe dann mich gefragt, was habe ich denn nebst der Leidenschaft zu diesem Ort, Hanse 3, gibt großartige Künstler, ich würde sie so gerne mal einladen und Künstlerinnen auch. Und dann habe ich mich gefragt, aber jetzt und hier stehe ich, ich habe noch 1:58, was habe ich denn jetzt hier, was kann ich Ihnen denn jetzt irgendwie geben oder was kann ich denn irgendwie bekommen? Und da, ich gucke mal so ein bisschen nach da drüben. Und da habe ich gemerkt, ich kann, glaube ich, lediglich eine Bitte aussprechen, die mir aber aus der Mitte meines Herzens kommt,
auch wenn das kitschig ist, das ist eben das, was ich am besten kann. Und zwar habe ich in den letzten anderthalb Jahren, die für mich extrem verrückt waren, habe ich nochmal meine ganzen Schubladen und meine Vorurteile auch im Spiegel betrachten müssen, und zwar hart bisweilen. Und da habe ich gemerkt, meine Bitte ist, wenn Sie Jazz zum Beispiel nicht mögen oder Punkrock oder Techno Ihnen zuwider ist oder wenn Sie Lagerfeuer nicht leiden können oder einen Haufen Kinder, die rumspringen oder Gärten oder sowas, dann kann ich da nicht viel tun. Dann mögen Sie das einfach nicht und da kommen wir hier nicht zusammen. Aber wenn Sie, und das ist eben so ein bisschen mein Gefühl, mit dem ich hierher gegangen bin, wenn Sie so einem Antrag nicht zustimmen, wenn Sie das ablehnen, aus einem Grund, was ich hier so das Gefühl habe oft, dass eben immer die Gleichen da um irgendwelche Hippie-alternativen Plätze sich da kämpfen und immer die Gleichen zustimmen und immer die gleichen Leute dem nicht zustimmen. Wenn das Ihnen so geht, dann ist meine Bitte heute, ob Sie vielleicht, und der Antrag sagt ja eben eigentlich auch nur, es möge doch mal geschaut werden, ob das vielleicht fruchtbar sein kann für diese Stadt. Und meine Bitte ist lediglich, dem zuzustimmen, einfach mal zu schauen, vielleicht können wir uns gegenseitig irgendwie befruchten, weil ich habe große Lust, aus dieser seltsamen Nische von irgendwelchen alternativen Gruppen in Kleingallien rauszukommen und irgendwie gemeinsam, nach diesen anderthalb Jahren habe ich das so sehr gelernt, gemeinsam zu gucken, ob wir da was Cooles hinkriegen können, von dem wir alle irgendwas haben. Danke für diese Pathetik und diese Zeit. Merci. Vielen Dank, Frau Lorz. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Beginnt die SPD-Fraktion? Kein Bedarf. FDP-Fraktion? Herr Sastrow, bitte. Ja, meine Damen und Herren, der Kollege Löser hat ja schon was verraten. Er hat, als er im Ausschuss das vorgestellt hat und es da zur Diskussion kommen, da hat er ein Wort gebraucht, und zwar das Wort Freiheit. Und da hat er uns natürlich. Es geht um Freiheit. Und es geht darum, dass jeder selbst entscheiden soll, wie er lebt, wo er lebt und mir das überhaupt nicht zusteht, Lebensform, andere Wohnformen, Leidenschaften, Neigungen, die jemand hat, in irgendeiner Weise zu beurteilen. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich faszinierend oder spannend. Ich finde, das macht das Leben bunt. Und als stolzer Besitzer eines Franz Pfaff aus den 50er Jahren, der bei mir oben in der Dresdner Heide steht und eine echte Attraktion ist für jeden, der dort gucken kommt, also ich habe selber so einen Zirkuswagen, in dem ich zuweilen auch wohne, habe ich natürlich eine große Sympathie für jeden, der diese Leidenschaft ein Stück weit teilt. Nicht jeder meiner Fraktion wohnt so. Ich wurde aufgefordert, dass es auch Menschen gibt, die da in Wohnungen wohnen. In Häusern mit Terrasse sogar. Aber ich mache es nur zuweilen, aber auf jeden Fall, für uns ist das eine ganz klare Sache. Ich kann das teilen, ich finde das gut. Also das ist wirklich eine Frage der Freiheit. Ich brauche gar nicht allzu viel dazu sagen. Es ist schwer umzusetzen, eigentlich eine Katastrophe. Und es passt natürlich überhaupt nicht zu dieser Lebensform zusammen, wenn ich hier was rechtssichere Wagenplätze, das irgendwie beißt sich das alles. Ich finde es auch schade, dass man bei uns alles so überregeln muss. Das ist so eine kleine Gruppe, die wird auch immer klein bleiben, weil es ja auch jemandem was abverlangt. Da muss man sich ja verstehen in der Kommune dort, was dazugehört. Das ist für manche auch nur was in einer bestimmten Zeit. Aber da muss es doch eine unbürokratische Lösung geben. Und dafür sollten wir kämpfen. Und wenn wir in der Stadt einen Weg finden, bitteschön, dann machen wir es einfach. Also volle Unterstützung. Und besuchen Sie mich mal an der Heide. Vielen Dank, Herr Sastrow, Fraktion Dissidenten. Derzeit nicht. Freiwähler. Herr Hanig, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, werte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Sastrow, da hast du dich ganz schön von der Sozialromantik
hinreißen lassen. Das sieht ja auch alles ganz toll aus. Aber die Frage ist, und da bin ich tatsächlich eher bei dem, wie vorhin gesagt, bei der Law and Order Partei CDU. Ich mache mal Folgendes, weil das für mich auch ein Thema war. Ich habe zuerst ein bisschen befürchtet, als ich den Antrag gelesen habe, ja, was soll das jetzt hier werden? Soll das solche Wagenplätze werden, wie man sie aus südfranzösischen Gemeinden kennt, wo also staatenlose Sinti und Roma diese Plätze erobern? Das hätte ich für Dresden wirklich nicht gewollt, aber ich weiß, dass es was anderes ist. Das habe ich schon verstanden, weil man natürlich Lebensräume auch fair teilen muss und also nicht besetzen muss. Und das scheint mir bei euch natürlich ganz anders zu sein mit eurer Idee. Was sagt Wikipedia? Ich wusste selber nicht, aber ich sag's euch mal auch an die Kollegen der FDP-Fraktion, wenn ihr euch schon entschieden habt. Wikipedia ist ja nur wirklich nicht in dem Verdacht, politisch in eine bestimmte Richtung zu denken. Ein Wagenplatz, auch Bauwagenplatz, Wagendorf oder Wagenburg ist eine Wohnsiedlung aus mobilen Fahrzeugen, meist Bauwagen, Wohnwagen, Wohnmobil und Wohnbussen. Sie entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, als Flüchtlinge keine andere Unterkunft hatten. Aus dieser Zeit stammen auch Gesetze, die später das Wohnen in Bauwagen mit Ausnahmen untersagen. Die heutigen Wagenplätze sind, ähnlich wie viele besetzte Häuser, Orte alternative Kultur. Die Wagendörfer entwickelten sich Mitte der 80er Jahre aus der Hausbesetzerszene, mit der ist sie auch heute noch eng verbunden. Oft werden Wagendörfer von den Grundbesitzern und Behörden nur geduldet und sind ständig in Gefahr, geräumt zu werden. Bewohner betrachten das Leben in den Wagendörfern als einen Ausstieg aus der konsumorientierten Gesellschaft und einen Schritt hin zu selbstbestimmter Lebensweise, aber auch als Möglichkeit mobilen Lebens. Man findet auf den Plätzen viele fantasievolle Eigenbauten. Einige Wagenplätze befinden sich illegal auf besetzten Flächen. Dabei handelt es sich um die Mehrheit. Andere haben jedoch auch Mietverträge mit der jeweiligen Stadt. Fast alle haben einen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Die Bewohner haben sich diese Wohnform selbst gewählt. Viele Wagenplätze sind speziell von konservativer Seite umstritten. Ein umstrittener Bauwagenplatz war der Bambule-Platz in Hamburg, dessen Räumung im Jahr 2002 einen monatelang anhaltenden Konflikt nach sich zog. Ich darf aus eigener Erkenntnis sagen, das hat die Stadt Hamburg oder das Land Hamburg in diesem Fall mehrere Millionen an Kosten für Räumung und Polizeieinsätze und so weiter gekostet. Es gab mehrere Brandstiftungen und über 100 Verletzte bei den Räumungsversuchen. Ihr könnt das gerne nochmal nachlesen. Auch der Wagenplatz der Schattenparker in Freiburg im Breisgau wird seit 10 Jahren immer wieder geräumt. Zafara in Bern existiert seit 30 Jahren, seine Existenz ist aber bedroht. Gegner hinterfragen die hygienischen Zustände auf Wagenplätzen oder den legalen Status, fordern Verbote und Räumungen. So wurde im Hamburger Konflikt von der Stadt die Forderung erhoben, die Bauwagenbewohner sollten einzeln ihre angebotenen Wohnungen am Stadtrand beziehen oder andernfalls außerhalb Hamburgs gemeinsam im ländlichen Gebiet leben. Befürworter des Lebensstils verweisen auf die geringen Nebenhaltungskosten, die Möglichkeit zur Mobilität, im Gegensatz zur Vereinzelung in der Singlewohnung und fordern Toleranz für selbstbestimmtes Wohnen in einer Art Kommune. Ich habe das bewusst mal so vorgelesen, weil ich es nicht kannte, weil ich nicht wusste, was das ist. Und ich muss sagen, ich teile Herrn Zastros Sozialromantik durchaus. Ich verstehe, dass das eine alternative Wohnform ist, aber, und da kommt bei mir so ein kleines bisschen auch der Jurist wieder durch und natürlich der konservative, alte, weiße Mann. Die Frage ist, warum sollten wir euch für eure alternativen Projekte oder Ihnen für Ihre alternativen Projekte kostenlosen Raum der Stadt zur Verfügung stellen? Ich male auch gerne. Ich musste mir ein Grundstück kaufen, um zu malen. Die meisten Steinmetze, die ich kenne, haben eine Werkstatt irgendwo am Stadtrand und haben sich dort preiswerte Grundstücke gekauft. Die sind auch kreativ. Die machen auch tolle Sachen. Die vermietet. Okay, gut, das nehme ich zur Kenntnis. Das ist in Ordnung. Also trotz alledem will ich, sagen wir mal, vorsichtig sagen, ich glaube, in dem Moment, wo wir das Ganze legalisieren, ist es so wie mit dem Graffiti. Ja, Graffiti als Kunstform ist cool, aber nur solange es ja auch wirklich cool ist und solange ich es dort machen kann. Die wenigsten großen Graffiti-Künstler weichen auf die legalen Stätten aus, die man ihnen angewiesen hat. Ich weiß nicht, ob das hier so funktioniert. Ich meine, die Stadt muss sich nicht hinter das Thema Wagenburg stellen. Wir haben ganz andere Probleme. Ich bin mir sicher, ihr findet private Unterstützer, die euch Grundstücke zur Verfügung stellen. Ich zum Beispiel vertrete ja seit vielen Jahren Öff, einen der berühmtesten Aussteiger, den Wald Menschen, dem Berühmten. Er hat immer mit seiner Schenkerbewegung immer breite Unterstützung gefunden, hat Grundstücke organisiert, hat Kommunen aufgebaut und ich bin mir sicher, das funktioniert hier ganz genauso. Ich würde mich freuen, wenn ihr über die vielen Förderprojekte, die wir für Kultur in dieser Stadt schon haben, über die vielen Begegnungsstätten euch finanziell unterstützen lässt und einzelne Kulturprojekte fördert, aber ich finde nicht, dass der Stadtrat hier so weit gehen sollte, diese Form der Wohnform, diese minimale Nische in unserer Gesellschaft mit einer extra Belohnung auszustatten. Also ich werde nicht für diesen Antrag stimmen und ich bitte die FDP, ihr Verhalten da doch nochmal zu überdenken, weil nur der Begriff Freiheit ist noch lange kein Argument. Dankeschön.
In der Fraktionsreihenfolge jetzt die CDU-Fraktion. Herr Flemming, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Also ich kann auch nicht wirklich in diese Lagerfeuerromantik oder Campingplatzromantik einstimmen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwas gegen alternative Wohnformen hätten. Das wurde betont, wir sind ein freies Land, jeder kann in diesem Land so leben und wohnen, wie er oder sie möchte und es natürlich auch sich leisten kann. Und wir sehen es aber nicht als Aufgabe der Stadt Dresden an, Wagenplätze zu generieren, auszustatten, zu bauen und auch nicht als städtische Pflichtaufgabe an. Und wir haben einen Wagenplatz in Dresden auf dem alten Leipziger Bahnhof, Schotter und Gleise haben wir ja gerade gesehen. Das scheint gut zu funktionieren. Vielleicht funktioniert es aber auch so gut, weil diese Liegenschaft eben einem privaten Eigentümer gehört. Und wir regen an, dass es in Dresden ausreichend Grundstücke, Liegenschaften von Privateigentümern, von Unternehmen natürlich auch gibt, die für so ein Modell geeignet erscheinen. Und dort kann man das doch eben auch machen. Und vielleicht funktioniert das dann dort genauso gut wie auf dem alten Leipziger Bahnhof. Und ich will auf einen Punkt kommen. Im Antrag ist vor allem betont, im Punkt 1, dass man die baurechtlichen Voraussetzungen schaffen will. Nun gut, das sind natürlich nicht die einzigen Voraussetzungen, an die wir dann denken müssen. Das müssen wir bei unserer Entscheidung bitte mit bedenken. Denn das ist nur ein Thema oder Problem, was man auf dem Wege lösen muss. Wir haben uns mal mit unseren Leipziger Kollegen in Verbindung gesetzt, weil in Leipzig gibt es ja schon mehrere Wagenplätze. Und die haben uns gesagt, naja, auf sehr vielen dieser Wagenplätze läuft alles, gibt kein Problem, ist alles reibungslos. Aber es gibt eben durchaus auch Wagenplätze, wo es Probleme gibt mit den Nachbarn, mit den Anliegern, mit denen, die von der Zufahrt betroffen sind. Und die haben uns auch gesagt, also dass Leipzig es in den letzten 2-3 Jahren trotz expliziter Anstrengungen nicht geschafft hat, diese baurechtlichen Probleme zu lösen und in einen einigermaßen rechtssicheren Guss zu bekommen. Das sind dann auch solche Themen, beispielsweise wie das Melderecht. Ich will jetzt gar nicht zu bürokratisch klingen, aber ist das dann Hauptwohnung, ist das Nebenwohnung, wie ist das mit der Zustellung von Unterlagen, komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Wie ist die Anbindung mit der Infrastruktur, wenn die Stadt diese Wagenplätze ausweist, dann muss sie natürlich auch für eine bestimmte Infrastruktur gerade stehen. Und das ist sicherlich nicht so niederschwellig möglich, wie das im Moment zum Beispiel am alten Leipziger Bahnhof möglich ist. Dann stellen sich die Themen Abfall. Ich brauche eine bestimmte Grundinfrastruktur dafür. Kann man solche Plätze ohne Sanitärinfrastruktur zur Verfügung stellen? Vollkommen offen. Und ist dann ein Thema. Ich brauche Wasseranschlüsse, ich brauche Stromanschlüsse. Auch messbar im Sinne unserer Ver- und Entsorgungsunternehmen. Und wenn ich brauche Briefkästen oder Hausnummern, habe ich nicht. Brauche ich eine Briefkastenanlage. So, nun ist natürlich im Antrag verwiesen auf Träger oder Vereine, die ja jetzt sich mit Konzessionen darum bewerben sollen. Ich weiß nicht, auf einem städtischen Platz, für den wir als Stadt Dresden ja dann auch eine gewisse Verantwortung tragen, das so einfach möglich ist wie auf einem privaten Gelände. Da kann man das vermutlich sehr viel niederschwelliger regeln. Und dann wird gesagt, im Antrag steht drin, für maximal 5 Jahre,
Thomas Löser hat gerade gesagt, na lass uns doch mal ein, zwei Jahre probieren, lass uns doch mal ein, zwei Jahre probieren. Naja, wenn wir diese baurechtlichen Angelegenheiten tatsächlich fassen können, wenn wir die in den Griff kriegen, dann dürfte es schwierig sein, nach ein oder zwei Jahren oder nach fünf Jahren andere Entscheidungen zu treffen. Das dürfte sehr, sehr viel schwieriger sein, als das als für den Eigentümer einer privaten Immobilie. Und man muss natürlich auch darüber nachdenken, dass das eine bestimmte Sog- und Magnetwirkung entfaltet. Ne? Also wir, die Grünen sagen ja immer, wenn wir die Verkehrsinfrastruktur toll ausbauen, wenn das alles prima ist, dann zieht das den Verkehr an. Das kann hier natürlich eine ähnliche Situation sein. Denn wenn wir solche exzellenten exzellenten Infrastrukturbedingungen schaffen, dann kann das durchaus sein, dass sehr, sehr viele nach Dresden kommen, die das dann nutzen wollen. Wir haben überhaupt nichts gegen Zuwanderung in Dresden, will ich mal sagen. Aber ich glaube, wir sollten uns zuallererst, und das ist mein letzter Satz, wir sollten uns zuallererst um die Wohnthemen kümmern, die wir jetzt schon in der Stadt haben. Wir haben eine WID, die im Moment Gefahr läuft, notleidend zu werden. Wir haben ausreichend Themen für die im Moment in Dresden wohnenden Bürger, um die wir uns kümmern müssen. Und deshalb sehen wir es nicht als Thema an, dass die Stadt Dresden jetzt Wagenplätze einrichten muss. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde Bündnis 90 Grünen derzeit nicht. Herr Laczynski für die AfD, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Wagenplätze. Die Grünen beabsichtigen mit diesem Antrag laut eigenen Aussagen den Dresdnern ein selbstbestimmtes, gemeinschaftliches und preiswertes Leben innerhalb eines freiheitlichen Lebenskonzeptes zu ermöglichen. Nun, das wollen wir als AfD auch. Deshalb setzen wir uns auch hier im Stadtrat regelmäßig dafür ein, selbstgenutztes Wohneigentum in Dresden zu fördern und den Wohneigentumsanteil in Dresden möglichst zu steigern. Denn nirgendwo sonst kann man ein selbstbestimmteres und preiswerteres Leben führen, als in seinem eigenen Haus mit seinem eigenen Garten, in dem man genau das anbaut, was man am liebsten isst. Ein gemeinschaftliches Leben in einer Wohnsiedlung, in der die eigenen Kinder mit den Nachbarskindern auf der Straße spielen und man sich am Abend mit der Nachbarschaft zum gemeinsamen Grillen trifft. Leider sind es aber genau gerade die Grünen, die uns hier mit ihren überzogenen Anforderungen an Hausbauten, an klimatischen Anforderungen an Gebäuden hier einen Strich durch die Rechnung machen und für die meisten Bürger in Deutschland genau diese Wohnform zur Utopie werden lassen. Denn nicht zuletzt wegen der vollkommen fehlgeleiteten grünen Wohnungspolitik in Dresden kann sich kaum noch jemand eines der rar gewordenen Baugrundstücke in Dresden überhaupt leisten. Und genau jetzt kommen die gleichen Leute daher und wollen ein weiteres Mal eine abwegige Lösung für ein Problem anbieten, was sie selbst mitgeschaffen haben. Nicht für Familien, dafür aber für Lebenskünstler. Und nachdem gestern die Grünen über Lösungen für die innerstädtische Wirtschaft sprechen wollten, die sie laut eigenen Aussagen ja eigentlich an die Wand fahren wollten, erlebt man ja ein weiteres Mal die grüne Doppelmoral. Denn einerseits möchten die Grünen Einfamilienhäuser wegen des Klimas am liebsten verbieten, andererseits möchte man jetzt hier Wohnformen legalisieren, die mit Kohleöfen und Euro-Null-Dieselmotoren beheizt werden und über keinerlei Wärmedämmung verfügen. Kohle und Heizöl statt Fernwärme und Solarthermie. Das steckt hinter diesem Antrag der Grünen. Bei diesem Antrag hat man sich immerhin mit dem Baugesetzbuch auseinandergesetzt. Das ist durchaus löblich. Alle anderen Gesetzgebungen hat man bei diesem Antrag aber allerdings vollkommen ausgeblendet. Was ist beispielsweise mit dem Brandschutz? Was ist mit der Freihaltung von Rettungswegen? Was ist mit der Energieeinsparverordnung? Wo soll die von den Grünen so oft propagiert und vorgeschriebene Fassadenbegrünung wachsen und gedeihen, wenn die Wagen, an dem sie wachsen sollen, regelmäßig den Standort wechseln? All das sind Fragen, die im Ausschuss nicht beantwortet werden konnten und auf die es vermutlich auch keine Antwort geben wird, wenn man tatsächlich einen eigenen Bebauungsplan aufstellen wollte. Abschließend möchte ich aber auch noch den Aspekt eingehen, der mir konkret vom bestehenden Wagenplatz Schotter und Gleise bekannt ist und der sicherlich, Herr Löser hat es ja erwähnt, auch Herrn Löser bekannt ist. Die wenigsten Bewohner, die dort wohnen, wohnen ausschließlich auf diesem Wagenplatz. Viele haben auch noch parallel eigene Wohnungen in Pieschen oder in der Neustadt.
Während die Grünen also sonst immer den wohnungspolitischen Hammer vom Wohnungsmangel und zweckentfremdeten Wohnraum schwingen, wollen sie heute auf potenziellen Wohnbauflächen Zweitwohnsitze für Wohnwageninhaber schaffen. Das Thema Doppelmoral bei den Grünen hatte ich eingangs schon mal erwähnt. Wenn irgendwo ein Grundstückseigentümer seine Flächen für einen Wagenplatz bereitstellen will, dann ist das die Entscheidung des Eigentümers. Das ist sein gutes Recht, das kann er gerne tun. Wenn aber die Stadt auf städtischen Flächen solche Wagenplätze ausweisen soll, dann stellt das aus unserer Sicht eine Verschwendung von knappen städtischen Ressourcen dar. Und deshalb werden wir diesen Antrag ablehnen. Danke. Vielen Dank. Zum Abschluss der Fraktionsrunde Die Linke. Frau Appel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, da wurde jetzt in den zwei Reden davor ganz schön das schwarze Grauen an die Wand gemalt, was alles passiert. Massenströme in die Stadt Dresden, um die Wagenplätze zu besetzen und hier ganz unökologisch zu hausen. Ja, Herr Fleming, auch ich in dem sehr wohlgesitteten Hellerau kenne Menschen, die mit ihren Nachbarn überhaupt nicht zurechtkommen, die über Zufahrten streiten, die über Hecken streiten, die ganz schlimm betroffen sind, weil gegenüber ein neues Haus gebaut wird und die schöne Sicht verloren geht. Ja, auch das gibt es in anderen Gebieten. Warum soll es nicht auch Konflikte geben? Wie überall, nur dort wird es auf einmal hochstilisiert als großes Problem. Wir haben einige Schülerinnen und Schüler in unserer Schule, die auf so einem Wagenplatz oder auf einem Wagenplatz groß geworden sind. Und ich habe erlebt, wie die rausgeschmissen wurden, wie dieser Wagenplatz aufgelöst wurde und was das für eine Wirkung hatte und was es mit ihnen gemacht hat. Sie haben ihr Zuhause verloren und auf eine sehr böse Art und Weise. Sie haben nicht freiwillig diesen Platz verlassen. Und damals schon haben wir eigentlich mit dem grünen Bürgermeister versucht, irgendwo Plätze zu finden, wo sie hinkommen können. Und sie haben angeboten bekommen, diesen provisorischen Platz von dem privaten Vermieter sozusagen, weil es gab gar keine anderen Plätze. Aber genauso wie wir das Wohnen in Wohnungen nicht nur an die privaten Vermieter abschieben können, können wir auch das nicht nur an die privaten abschieben. Ich finde, einer Stadt, einer großen Stadt wie Dresden, tun 2, 3 Wagenplätze sehr gut. Und Sie brauchen keine Angst haben, es werden nicht Millionen einströmen, um hier bei uns zu wohnen. Ich kenne einen Platz, den finde ich immer sehr, sehr unangenehm, den Postplatz. Und dann gibt es eine ganz schlimme Zeit dort, nämlich die Weihnachtszeit. Da sind so viele Besoffene dort. Da ist so ein Grölen, eine Musik, die furchtbar ist. Und da regt sich keiner auf. Das ist okay, die dürfen sich so verhalten, aber dort wird praktisch mit einer Lupe hingeschaut auf nur korrektes Verhalten. Das ist doch vollkommen absurd. Und Beispiele werden hochstilisiert. Natürlich gibt es eine Familie. Natürlich, Herr Laczynski, gibt es Familien, die sich da eine Wohnung gesucht haben. Was sollen sie machen, wenn sie Kinder haben? Sie müssen ja irgendwo leben und wohnen. Aber sobald sich die Gelegenheit ergeben hat, sind sie eben wieder auf den Wagenplatz gezogen und hatten aber Angst, ihre Wohnung abzugeben, weil sie nicht sicher sein konnten, ob sie dort auch eine Zukunft hatten. Und das verstehe ich. Ich finde, wir können hier echt mal versuchen, wenigstens so einen Platz zu gründen. Wir können es doch wenigstens probieren und nicht nur alle schwarzen Szenarien an die Wand malen und tun, als wäre das alles ganz, ganz, ganz schrecklich. Seien Sie doch mal ein bisschen großzügig. Bitte, stimmen Sie dem zu und dann haben wir wenigstens mal einen städtischen Wagenplatz hier in Dresden. Wir Linke wollen das sehr und unterstützen den grünen Antrag. Vielen Dank. Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Drees. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hatten wir uns als SPD-Fraktion entschieden, zu dem Antrag nicht zu sprechen, weil es aus unserer Sicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass es auch diese Wohnform in einer Stadt wie Dresden gibt. Ich glaube, das gehört in einer Stadt mit über 500.000 Einwohner einfach dazu und es steht Dresden, glaube ich, auch nicht schlecht zu Gesicht. Und auch wenn es vielleicht nicht zu dem Konzept Wagenplatz passt, ist es doch
eigentlich die sinnvollere Variante, es legal und ein Stück weit geordnet zu machen, als die ganze Zeit ein Katz-und-Maus-Spiel mit Verdrängung und Kriminalisierung zu machen. Deswegen werden auch wir den Antrag der Grünen hier unterstützen, Wagenplätze in Dresden mehr zu etablieren. Ganz kurz noch ein Kommentar zu Herrn Fleming. Sie haben gesagt, wir sollten uns um die eigentliche Wohnungspolitik kümmern. Ich glaube, zumindest wir als SPD-Fraktion sind in der Lage, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Und die größte Chance in den letzten 15 Jahren, tatsächlich was für einen guten und funktionierenden Wohnungsmarkt zu tun, die haben Sie gestern verpasst. Das ist sehr bedauerlich, dass das so ist, aber ich glaube, es ändert nichts an unserer Entscheidung und an der Entscheidung über Wagenplätze in Dresden. Deswegen würde ich dafür plädieren, lassen Sie es uns einfach machen, es wird Dresden nicht schaden. Vielen Dank, Herr Drews. Eine Wortmeldung, AfD-Fraktion. Geht schnell, ich mache es gleich von hier. Also ich wundere mich sehr über Herrn Lösers Flexibilität. Wir hatten heute den Punkt Parken am Blauen Wunder und da zeigte der Herr Löser keinerlei Bereitschaft, um irgendwelche Ermessensspielräume auszunutzen. Er hielt sich ganz genau an die Buchstaben des Gesetzes und verlangt nun genau das Gegenteil, nämlich dass Ermessensspielräume überdehnt werden. Also ich glaube, Herr Löser, Ihre Meinung zu Recht und Gesetz ändert sich schneller als der Lebenslauf Ihrer Kanzlerkandidatin. Vielen Dank. Dann darf ich Herrn Löser für das Schlusswort aufrufen. Bitte sehr, Herr Löser. Ja, vielen Dank. Okay. Ich brauchte so einen kleinen Pusher, ne? Ist Schokolade, nichts Illegales und so, falls Sie die wieder denken und so. Ne? Muss ja heute Abend gleich mal meinen Lebenslauf angucken im Netz. Also, nein, ich will ganz sachlich noch ein paar Sachen sagen, denn einige von Ihnen haben den Antrag so ein bisschen überflogen, scheint es. Im Punkt 2 ist ausdrücklich gesagt, es sind eben keine Flächen, die für Wohnungsbau geeignet sind, dort vorgesehen. Es wurde anders gesagt. Der zweite Punkt, wir haben ja ganz bewusst reingeschrieben, dass es Vereine und Träger und dann mittels Konzeptvergabe, das heißt, die Stadt Dresden macht das Konzept. Da könnte zum Beispiel auch drinstehen, dass man vor allen Dingen Wert legt auf Versorgung mittels Solar. Und es gibt mittlerweile Solardecken, Solarzelte, die sehr gut auch elektrische Energie vor Ort erzeugen können. Das wäre für mich als Grüner tatsächlich ein Punkt. Die Frage der Begrünung, also wenn Sie den Film gesehen haben, ich fand es da schon ganz schön dolle grün. Und dann wurde das Argument gebracht, also da wohnen die dann dort, obwohl die noch woanders wohnen. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, man sieht das auf den Zeltplätzen, da haben die so Campingwagen stehen, da sind die jedes Wochenende, die Bürger, und fahren dorthin mit einem dicken Diesel und das ist dann alles okay. Ne? Aber wenn Leute mit dem Fahrrad da leben, ich habe sogar schon Hühner gesehen auf solchen Wagenplätzen, stellen sich das vor, Hühner liefen da frei rum und dann ist das irgendwie alles schwierig. So, uns geht es um Vielfalt und Toleranz, deswegen bitten wir um Zustimmung und hoffen, dass sich das dann irgendwann mal entwickelt. Danke. Vielen Dank für das Schlusswort. Wir treten dann in das Abstimmungsverfahren ein. Es gibt hier einen ablehnenden Bericht des federführenden Ausschusses. Das habe ich vorhin gesagt nochmal. Wir haben das sozusagen als Ersetzungsantrag, die Variante, auf die wir uns geeinigt haben, die ist ja abweichend vom Originalbeschluss. Der hatte im Ausschuss keine Mehrheit, deswegen stellen wir diesen jetzt als Ersetzungsantrag nochmal zu unserem eigenen Antrag. Und so wie er jetzt ist, bitten wir um Zustimmung. Gut, dann machen wir zunächst den Ersetzungsantrag und schauen dann, ob wir dann noch weiter abstimmen müssen. Okay. Wenn Sie dem von Herrn Löser gerade nochmal angesprochenen Ersetzungsantrag die Zustimmung erteilen, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Diesem Antrag ist bei 38 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und einer Enthaltung so zugestimmt. Applaus.
worden. Ich